Zahl zusammen. Geil. Kommst du da, aber nicht mit dir helfen? Heute haben wir einen ganz besonderen Bandtag, den wir erleben dürfen. Wir sind in Birsfelden und bei mir ist der Michi. Michi, sag mal, das ist glaube ich nicht normal, dass man den Bandtag, dort läuft man, wir sind auf dem Wasser, wie kommt das? Als Wasserfahrverein haben wir gedacht, die Grenze geht nicht nur am Land vorbei. Birsfelden grenzt an Grenzach und an das Gleibasel auf dem Rhein, mitten auf dem Rhein. Und wenn wir richtig runtergehen, Bandtag richtig feiern, dann dürfen wir auch das auf dem Wasser begeben, wie es als Wasserfahrer gehört. Wie haben Sie denn das jetzt aufgebaut? Ich meine, die Leute sind mal vom Dorf aus hier angelaufen. Jetzt ist Heidenaufwand, hunderte von Boot von 250 Leuten. Ja, zum Glück haben wir befreundete Wasserfahrvereine, die uns hier aushelfen. Sehr viele aus Basel, aus Muttenz sind sie noch mit ihren Langschiffen, die uns helfen oder Transport machen. Das ist unter anderem schön an dem Sport. Man hilft sich auch unter den Vereinen. Bleiben wir doch noch einen Moment gerade beim Sport. Die Wasserfahrertruppe, die seit manchen Jahren hier in Birsfelden immer tätig ist. Wie sieht es bei euch mit dem Nachwuchs aus? Das Wasserfahren generell hat ein kleines Problem, dass es halt kein Trendsportart ist. Also, und dass der schon relativ gross muss sein, um überhaupt anfangen. So ein Schiff 350 Kilo bewegen, braucht ein bisschen Kraft. Und meistens sind dann die Jungen schon quasi in anderen Sportarten engagiert, was uns ein bisschen schwierig macht, um Nachwuchs anzuwerben. Aber komm, jetzt kannst du ein bisschen schwärmen für diesen Sport. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Wasser, es ist total gemütlich. Es ist eine lässige Sache. Warum unbedingt Wasserfahrer werden? Seitdem ist es Sport. Ein wunderschöner Sport in der Natur. Man muss einerseits Geschicklichkeit haben, man muss ein bisschen Kraft haben und man muss Wasser lesen können. Und das sind so Attribute, die einen Wasserfahrer auszeichnen. Und dann, was für mich fast noch wichtiger ist, die Kameradschaft im Verein und unter den Wasserfahrern als solches. Das ist unglaublich, wenn man einmal an einen Wettkampf kommt von uns. Aus dem Wasser ist man Konkurrent und neben dem Wasser ist man dann wieder Kollege, sitzt da zusammen, trinkt ein Bier nach dem Wettfahren und ist einfach eine grosse Gemeinschaft. Das zeichnet uns Wasserfahrer, glaube ich, aus. Wie viel sind ihr denn jetzt aktuellerweise? Wie ihr seht, ihr habt total ein schmucks Vereinslokal, habt natürlich eure Boote dort auch drin. Wir sind ca. Etwa 70 Leute, die fahren. Wir sind einer der grösseren Vereine hier auf dem Platz Basel, auch in der Schweiz. Und von dem her haben wir natürlich auch Manpower, um überhaupt so ein Event zu kreieren. Viele andere Wasserfahrer sind nicht mehr so gut bestückt mit Mitgliedern und die könnten das gar nicht durchführen in dem Moment. Jetzt, wenn es mir richtig gut gefällt, wie jetzt gerade im Moment, wie finde ich jetzt den Weg zu euch? Kann ich dann einfach am Dienstag trainieren, oder wie? Jeder ist willkommen, Dienstag und Freitag, den wir trainieren. Die Jungen die vom, am Montag und am Freitag trainieren. Am 6:30 bis 8:00 hier auf der Kraftwerkinsel. Wenn wir nicht gerade auswärts wettfahren haben und für das trainieren dann. Gut, was erwartet ihr jetzt, wenn wir hier ans Land kommen? Mein Bandtag, da ist eigentlich eine Klöpfer-Wehrschaft angesagt, oder? Das sollte so sein. Also jetzt näher ist ja im Insel und eigentlich sollte es jetzt dann nächstes Mal böllern. So, jetzt habe ich den Gemeindepräsidenten angetroffen. Das gehört sich natürlich hier in Birsfelden, weil die haben keine Bürgergemeinde. Jetzt, Christoph, erzähl mir mal, wie macht ihr denn den Bandtag immer auf? Wer organisiert? Wie ist das aufgeleistet? Der Bandtag ist unter der Schirmherrschaft der Gemeinde organisiert, aber auch jedes Jahr organisiert dann operativ einen anderen Verein. Also der Verein, den sich dann jedes Jahr tut sich ein Verein bewerben oder mehrere Vereine und die kommen dann zum Handkuss und dürfen hier die Organisation machen und dann natürlich auch noch ein bisschen etwas rein. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen werben für Birsfelden, normalerweise bekannt als Schlafstadt, sagt man immer wieder so salopp. Jetzt stelle ich fest. Wo hörst du das? Das hat man mir schon mal gesagt, jetzt stelle ich aber hier fest, das ist eine ganz aufgestellte Truppe. Nein, das ist, ich weiss nicht, wer so Sachen in die Welt setzt. Nein, wir sind natürlich eine unglaublich sonnige und lebendige Gemeinde und ich glaube, was uns natürlich auszeichnet, der Standort, und wir sind jetzt hier auf einer Insel am Wasser. Wir sind vorher gerade mit dem Schiff angekommen. Also wir haben einen Teil von unserem Bandtag findet auf dem Wasser statt. Ich glaube, das ist einmalig im Baselbiet und das ist Lebensqualität. Wie viel genießt du denn hier die Lebensqualität? Bist du etwa die am Flanieren, den Kopf frei machen für die weiteren Projekte?
Es könnte mehr sein. Das Flanieren könnte mehr sein. Aber nein, ich bin natürlich auch oft unterwegs mit der 5-jährigen Tochter am Ende auf dem Insel. Unglaublich schönen Ort. Nein, mache ich auch. Wie unterstützt denn die Gemeinde jetzt gerade die Wasserfahrer? Sie sind hier bei euch daheim. Ich habe vorher gerade mitgehört, die schauen auch immer ein bisschen jetzt für, dass ein bisschen mehr Jüngere wieder dazukommen. Wie stark ist hier die Unterstützung und der Rückhalt in der Gemeinde? Ja, bei uns Vereinswesen wird sehr stark unterstützt. Wir schauen, dass die Vereine die Infrastruktur einfach gratis nutzen können. Und dann immer, wenn es Themen gibt, wo wir helfen können, sind wir da. Wir sind nicht eine Gemeinde, die jetzt irgendwie finanzielle Hilfe leistet per se. Aber wir haben also auch mit dem Verein hier, mit dem AWS, der heute den Tag organisiert, sind wir immer in engem Austausch. Und wenn etwas ist, dann reden wir miteinander. Aber, für uns ist das Vereinsleben extrem wichtig. Wir haben sehr viele Vereine, die eine tolle Arbeit leisten. Und da ist für uns klar, wenn wir helfen können, sei es materiell, immateriell, dann sind wir da. Du hast gesagt, engen Austausch. Ich lasse dich, die Leute warten auf dich. Es ist immer schön, wenn man mit dem Gemeindepräsidenten reden kann. Und das war unser Bericht vom ersten Bandtag von diesem Jahr. Und ich denke, das ist nicht so einfach zu toppen. Dankeschön.